brauchen wollen, wollen klagen. Ängstlich. Leben haben, Angst leben verlieren. Wohin? Kein Ort, kein Ort, keine Zeit, Zeit, los, Zeit und Losigkeit von der Idee, dass es wen gibt, der was braucht, um vollständig zu sein. Keiner da, um zu folgen dem, was sich in den Gedanken nicht abspielen kann. Gedanken können gedacht werden, bedacht durch das, was das Denkorgan am Leben hält und ihm Futter gibt, damit es sein Spiel und seine Rolle automatisch, ganz spontan, reflektiv durchdringen kann. Wo? Dabei. Dabei wo? Nichts. Nein. Doch. Kein Ausgang, kein Eingang. Ein Erlebnis von einer Tür, durchgehen, anderer Raum, herausgehen, neues Erleben. Doch in dem, was das Bewusstsein ist, gibt es keinen Eingang und keinen Ausgang, denn Bewusstsein ist nicht zwei. Also gibt es nichts, was in das Bewusstsein eintreten kann oder aus dem Bewusstsein heraustreten kann. Doch Selbstbewusstsein ist nur ein Konzept. Und was kein Konzept ist, was das Bewusstsein erscheinen lässt, was vor dieser Erfahrung von diesem intensiven, absoluten, relativen Experiment, dieser Zelebration, dieser Feier von dem, was du bist, ist, ist das, was kein Kommen und Gehen kennt und trotzdem als Erlebnis Kommen und Gehen hat. Und alles, was jemand oder ich überhaupt drüber sagen könnte, könnte nur ein Hinweis sein, den keiner braucht oder verstehen muss, denn jedes Wort, das darüber gesagt werden will, kann es nie berühren und kann nur Falschheit sein in der Idee, dass es einen gibt, der was verstehen müsste, was schon in sich die Lüge selbst ist. Gelogen, 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 macht doch nichts. Es gibt keine Lügen hier, denn hier ist nicht mal einer, der was sagen könnte. Und auch hier ist nicht mal keiner. Hier ist keiner und einer, der absolut keiner sein könnte. Es ist die totale, perfekte Illusion, die real ist, diese reale Illusion. Wow, die vollkommene, göttliche Manifestation, die Offenbarung des Daseins. Sich selbst besprechen, sich selbst zuhören. Wow. Auch wenn da zwei erscheinen, ist es das, was zwei ist. Auch wenn unendliche erscheinen, bleibt das doch das, was das ist. Denn diese Unendlichen verändern sich ständig und vielleicht schmilzen sie zu einem wieder zusammen, das dann wieder in unendliche Teilchen expandiert. Doch das, was gemeint ist, war nie getrennt und nie zusammen. Nie ein Teil und nie ein Konglomerat. Verraten kann es auch nicht werden. Erraten noch viel weniger, denn sich selbst seiner es ist. In sich kein Innen und kein Außen. Der erste Weg ist der letzte Weg und es gibt gar keinen Weg, denn jeder Ort ist nur immer hier. In diesem ewigen Moment, in dem nur die Quelle ist und sich das vorspielt, was als Spiel der Vorstellung sich vorstellt, doch sich selbst nie vorstellen kann, sich selbst nicht vor sich selbst hinstellen kann. Und wenn dann eine Vorstellung von sich selbst auftaucht, ist das Leiden schon perfekt,
denn diese Vorstellung genügt nie. Diese Vorstellung ist nie so befriedigend wie das, was sich diese Vorstellung vorstellt. Sie stellt sie sich vor, sich selbst hin, verliebt sich in diese Vorstellung, ist total fasziniert und auf einmal fängt sie sich an, selbst zu vermissen, denn sie merkt, diese Vorstellung ist nicht befriedigend genug. Und doch dann der Ausruf, das ist es, nicht mehr, nicht weniger, es wird nicht mehr sein als das, was hier ist. Und die Kühe muhen, muhen, Mama mu. Muhama, Ikada, Meka, Dutamata, Mena. We're not gonna...